Boah, wie ich dieses neue Shooter-Spiel feiere. Aber irgendwie treffe ich kaum irgendetwas, verdammt. Ja, mich nervt das richtig, dass ich so rumnubbe. Vielleicht noch eine Runde? Nee. Scheiß drauf, aufrappeln und eine Runde geht noch. Oh, das nervt mich alles so. Komm, nein! Ich dreh durch! Ich meine, Freunde, so geht das nicht. Schaut euch mal meine Tastatur und meine Maus an. In meiner Tastatur viele Knöpfe und die Maus auch aus dem letzten Jahrhundert. Das macht mich einfach so wütend. Scheiß auf diese Gabeltastatur! Und von der Maus brauchen wir jetzt gar nicht anfangen! Es muss etwas Neues her. Ja, hallo? Geben Sie mir das beste Gaming-Equipment, was wir haben. Geht klar. Wo wollen Sie das Paket hingeliefert haben? In den Wald. Machen wir. 6,5 Stunden später. So, Freunde, Paketlieferant auf Ehre hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Und warum Paketlieferant auf Ehre? Naja, Bruder, die liefern hier auch bis in den Wald und das passt halt gerade perfekt. Deine Stückchen müssen mal laufen. Ich kann es gar nicht abwarten. Komm, Freunde, wir laufen nicht. Wir rennen, dann geht's natürlich noch schneller. Oh, bin ich endlich da. Oh, hey, Mashallah, die liefern sogar an die Autobahn. Das ist ja richtig nice. Bockhaft, Dick. Oh, ist das schwer, Digga. Freunde, hier sind wir am wunderbarsten Ort der Welt. Unsere Natur. Ich habe mir bei dem Unboxing einfach gedacht, mache ich mal etwas Außergewöhnliches, was nicht jeder macht. Denn ich meine, wir kennen eh schon die normalen Unboxings. Und ich finde, Premium-Qualität, Premium-Ware hat auch ein Premium-Unboxing verdient und dementsprechend sind wir hier mitten in der schönen Natur. Die Vögel zwitschern hier, wir haben hier wunderbares, schönes, grünes Gras und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Unboxing. Einmal, zweimal und dreimal. Wow! Schaut euch das an, Freunde. Ein Razer Gigantus V2 Gaming Mousepad. Das ist einfach die Large Edition, 450 zu 400 mm. Ich denke, das wird sich richtig gut in meiner Gaming-Ecke schlagen. Freunde, das Mauspad ist einfach viel zu riesig. Ich krieg das gar nicht in meine Hand. Aber ihr werdet dann später in meiner Bude sehen, wie es dann ausschaut beim Gaming-Tisch. Vor allem, ich finde, das ist gefühlstechnisch wirklich gut und es fühlt sich auch vor allem sehr hochqualitativ verarbeitet an. Ich glaube, wir können hiermit bald ASMR machen. Sechs Stunden später. Ui, ui, Freunde, schaut euch das mal an. Boah. Freunde, ich kann euch nur eine Sache sagen. Hier mal ein kleiner Real Talk an der Stelle. Ich verwende wirklich seit 7 Jahren nur Mäuse von Razer. Ich habe mit einer DeathAdder angefangen. Und ich denke, dass mit der Wiper ist einfach ein richtig dickes Upgrade. Vor allem, wenn man einen Shooter wie Counter-Strike Go spielt oder allgemein Spiele, bei denen es einfach darauf ankommt, dass sie richtig schnell reagiert. Vor allem ist die auch wireless. Das bedeutet, ihr habt kein Kabel und sie hat die Hyperspeed-Technologie. Das heißt, wiederum auf gut Deutsch, die ist einfach mal 25% schneller von der Übertragungsrate eurer Bewegung. Also wenn ihr zum Beispiel gerade ein Shooter-Spiel wie Call of Duty, Counter-Strike Go und ihr bewegt ganz schnell eure Maus, dann kommt ihr auch richtig toll hinterher. Und ihr habt einfach, Freunde, 20.000 DPI am Start. 20.000 DPI. Wenn das nicht schmeckt, weiß ich auch nicht weiter. Vor allem, Freunde, ist das wirklich eine E-Sport-designte Maus. Das heißt, wenn ihr richtig durchstarten wollt mit einer stabilen E-Sport-Gaming-Maus, was verschiedene Profis auch verwenden, Freunde, dann ist die wirklich die richtige Anlaufstelle für euch. Vor allem, die wiegt 74 Gramm, Freunde. 74 Gramm wiegt die. Das kann ich, glaube ich, nachher wegblasen. Inzwischen. Und ich meine, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, dann könnt ihr einfach mal bei Razer.com eSports vorbeischauen. Könnt euch mal die ganzen eSportler anschauen, die diese Maus verwenden oder allgemein auch mit Razer-Mäusen spielen. Und ich glaube, alles andere dürfte euch dann von alleine klar werden. Ey, und Freunde, ich bin so scharf drauf. Junge, habe ich mich da drauf gefreut. Wir machen es einfach mitten im Wald ein Unboxing von der Maus. Das gibt's einfach nicht. Ah doch, hier bei Reggie, klar doch. Auf, Freunde, gesellt euch mal neben mich und mache es mal ein stabiles Unboxing hier an der Stelle. Fühle ich gerade richtig. Schön mit euch hier im Wald. Ui. Mmh. Mmh, Freunde. Uiuiui.
Oh, guckt euch das mal an. Oh, was ein Prachtstück, hey. Huiuiui. Die werden wir nachher schön aufbauen. Nun, Freunde, habe ich was ganz Tolles für euch. Denn hier werde ich nicht nur die PC-Gemeinschaft glücklich machen, sondern auch Leute, die auf einer Konsole wie zum Beispiel der Xbox spielen. Natürlich auch gleichzeitig die PC-Gemeinschaft, denn das hier, Freunde, ist einfach der Wolverine Razer Controller V2. Und das Ding könnt ihr natürlich auch am Computer anschließen, aber auch an eurer Xbox. Boah, das ist doch mal ein stabiles Asen, ey. Und natürlich, wir werfen keinen Müll in den Wald. Alles, was wir hier unboxen, wird natürlich auch wieder in das Paket eingepackt und mit nach Hause genommen. Boah, Mashallah, Freunde. Guckt euch das mal an. Boah. Boy. Und ich sag euch, der liegt einfach so gut in der Hand, Freunde. Der liegt einfach so gut in der Hand. Vor allem, wenn man solche dicken Wurstfinger hat wie ich einfach, dann ist dieser Controller grifftechnisch einfach dem normalen Xbox-Controller überlegen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber so grifftechnisch und wie der einfach in der Hand liegt und wie der sich anfühlt, ist er meiner Meinung nach, also es fühlt sich richtig Premium an, Freunde. Es sieht nicht nur Premium aus, verdammt nochmal, es fühlt sich richtig Premium an. Es fühlt sich einfach so an, als ob eure Tasten, die ihr hier drückt, mechanisch werden. Kennt ihr das von Tastaturen, wenn die mechanisch sind? Und genau so fühlt sich das einfach an. Und es hört sich auch genauso an. Es hört sich halt einfach an wie mechanische Knöpfe. Es ist, also Freunde, es ist einfach richtig gut. Ich will auch gar nicht diese Boxfinger halten. Ich will das Ding einfach in meine Hand nehmen. Das mache ich einfach aus. Ist egal. Es fühlt, Freunde, einfach nur, ich sag euch, Real Talk, das ist ein absolutes Premium-Gefühl. Also wirklich jeder, der einen anspruchsvollen Controller sucht, als PC-Spieler oder auch Konsolenspieler, dem kann ich diesen Controller wirklich nur empfehlen, Freunde. Ich knall euch auch mal einen Link in die Beschreibung. Das kann ich euch allen, also wirklich, ich kann es euch tausendfach empfehlen. Es fühlt sich nicht irgendwie an wie billig Plastik. Es fühlt sich nicht zu leicht an, es fühlt sich aber auch nicht zu schwer an. Es liegt halt wirklich perfekt in der Hand. Und die Buttons, die fühlen sich so gut an, Freunde. Also allein, wenn ich hier draufklicke, es fühlt sich halt an, als ob ich auf einer mechanischen Tastatur irgendwie klicken würde. Es ist richtig gut verbaut und ich muss einfach sagen, ich fühle diesen Controller komplett. Später machen wir den auch in den Computer dran. Und jetzt, Freunde, zu guter Letzt Grand Final, der Orgasmus unter allen Gaming-Tastaturen. Die Huntsman Elite. Schon alleine. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich mehr. Ich muss nach Hause. Ich muss das wirklich sofort anschließen. Leute, guckt euch das an. Da ist sogar ein Soundregler oben drauf. Da ist sogar eine Matte, wo ihr euren Arm abstützen könnt. Was will ich? Was rede ich eigentlich noch? Guckt euch das einfach nur an. Ich weiß, das Video wird momentan echt merkwürdig. Ist mir schon klar, was hier abgeht. Aber Freunde, also wem da die Sabber nicht rausläuft, das ist halt einfach, sieht aus wie ein Aktenkoffer. Dann könnt ihr eure Papiere hier oben reintun. Hier ist nochmal Platz für geheimes Geld. Und da habt ihr die Tastatur. Könnt ihr vielleicht noch so einen Monitor reinmachen, könnt es mit drinnen verbinden. Das sieht einfach aus wie ein Aktenkoffer, Freunde. So ein richtig futuristischer Aktenkoffer. Was ich auch sehr angenehm finde, dass man daran gedacht hat, nochmal so eine Art Plastikschutz drüber zu legen. Klein, aber fein an der Stelle. So, jetzt nehme ich mal das komplette Paket hier mit. Und jetzt schließen wir die ganzen geilen Geräte hier an und gucken dann mal, wie sich das im Praxistest erweist. Auf geht's, Freunde. Gleich sind wir zu Hause. Aber erstmal schön entspannt eine Maniküre gönnen fürs Unboxing, man kennt ihn. Im Lieferumfang der Tastatur ist auch völlig kostenlos diese Armlehne enthalten. Das heißt, ihr könnt die einfach auf locker und entspannt euren Arm hier auflehnen, weiter runtergehen, verschieben, wie auch immer ihr Bock habt. Wenn ihr aber gar keinen Bock auf diese Armlehne habt und denkt, nö, also sowas brauche ich gar nicht, dann könnt ihr die ohne Probleme ganz einfach und wupp, abmachen. Und ich muss auch sagen, die Armlehne fühlt sich wirklich gut an. Die sieht nicht nur so gut und qualitativ aus, wie es gerade den Eindruck macht. So, die fühlt sich auch halt wirklich so an, Freunde. Aber wie ihr Bock habt, könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet, weil die ist, wie gesagt, kostenlos dabei. So schaut das Ganze aus, wenn es angeschlossen ist. Und vielleicht fällt euch ja hier etwas auf. Vielleicht hast du es ja schon bemerkt, aber Maus und Tastatur leuchten miteinander synchron. Denn sobald ihr ein Razer-Produkt an eurem Computer aktiviert, werdet ihr gefragt, was könnt ihr machen oder nicht. Ich würde es euch allen empfehlen, ob ihr Razer Synapse haben wollt. Das ist ein enorm geiles Programm. Ihr könnt dort alles tracken, alles verändern von euren Razer-Geräten, wie ihr nur möchtet. Zum Beispiel habe ich hier gerade das Razer Black Shark V2, ist gerade außer Betrieb, aber sobald ich das hier anschalte, wird es automatisch in Razer Synapse erkannt und kann dort konfiguriert werden. Tada! Und gleich natürlich auch, wenn ich es ausmache. Leute, schaut euch das an, wie schnell.
und aus. Ihr könnt hier wirklich jeden einzelnen Knopf eurer Razer-Tastatur eigenständig nochmal konfigurieren und umstellen. Und im Chroma Studio, Freunde, da geht's richtig ab. Denn da kann man mal ein paar gute Stunden oder Tage damit verbringen, seine Tastatur oder seine Maus zu konfigurieren. Könnt ihr zum Beispiel ganz klassisch machen wie ich. WASD-Tasten blinken rot und der Rest ist grün. Das gefällt mir persönlich. Oder ihr könnt auch komplett durchdrehen. Und Freunde, ihr braucht euch unbedingt eine Razer Huntsman Elite, damit ihr solche geilen Farbeinstellungen machen könnt. Das geht so ziemlich mit jedem Razer-Produkt. Ich meine, ich klicke einfach auf meine Kopfhörer und ich habe hier so viele Möglichkeiten, wie ich hier irgendetwas einstellen kann. Das ist einfach unglaublich. Leute, allein dieser ganze Tab hier und dieser Tab hier und dieser Tab hier und dieser Tab hier und dieser Tab hier ist allein nur für meine Maus. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also wirklich, ihr könnt hier so viel anpassen. Ich meine, ihr könnt sogar die Maus von Rechtshänder auf Linkshänder ändern. Also für alle Freunde von RGB ist das einfach nur ein Traum. Und vor allem, ihr könnt sogar die Außenbeleuchtung anschalten. Ich brauch's persönlich nicht, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber ey, wer Bock drauf hat, der kann wirklich seine komplette Bude in eine Lichtershow verwandeln. Und nun die entscheidende Frage, die sich aufmerksame Zuschauer und Zuschauerinnen stellen. Wann ich euch endlich mal den Premium-Controller vorstellen werde? Gleich. Aber viele fragen sich wahrscheinlich nun, Reggie, merkst du den Unterschied? Hilft dir das neue Equipment ein bisschen besser zu fraggen? Auf jeden Fall ja. Klar, besseres Equipment und bessere Technik machen euch nicht unbedingt zu einem Pro-Gamer, aber es hilft euch auf jeden Fall dabei. Und ich persönlich als Langzeit-Gamer merke einfach den direkten Unterschied zwischen meinen alten Geräten und den neuen. Alleine die Viper Ultimate kann ich euch allen empfehlen. Nicht nur wegen dem geringen Gewicht, auch wegen dem Feeling. Die Maus fühlt sich wirklich richtig gut in der Hand an. Ich kann es euch wirklich allen nur empfehlen, Freunde. Das ist wirklich ein Produkt, was ich euch wärmsten Herzens empfehlen kann, wo ich dahinter stehen kann und wo ich danach auch gut schlafen kann, da ich euch kein Bullshit empfohlen habe, sondern wirklich stabiles und professionelles Gaming-Equipment. Und natürlich, wie versprochen, schauen wir mal beim Controller rein. Der Controller ist wirklich leicht anzuschließen. Einfach in einen freien USB-Slot reinstecken und fertig. Ja, und dann zocken wir mal eine Runde Binding of Isaac auf entspannt. Also Freunde, ich habe das Ganze jetzt mal eine Weile getestet, ein bisschen gespielt. Vor allem Binding of Isaac, einer meiner Lieblingsspiele, die ich am Computer gerne mit dem Controller spiele. Und ich muss einfach sagen, im Vergleich zu meinem alten 360-Controller, mit dem ich vorher am Computer gespielt habe, ist der neue Razer Wolverine-Controller einfach ein gigantisches Upgrade. Das merke ich einfach vom Handling her. Vor allem fühlt sich durch den neuen Controller das Gameplay einfach viel angenehmer. Meine verehrten Damen und Herren, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Den Link zu den Razer-Produkten findest du in der Beschreibung. An dieser Stelle wollte ich mich mal bei dir als Zuschauer oder Zuschauerin bedanken. Vielen Dank, dass du das Video aufmerksam und bis zum Ende durchgeschaut hast. Und ein dickes Dankeschön geht nochmal an Razer raus. Ich wünsche euch das, was ihr mir auch gerade wünscht. Bis dahin, haut da rein, euer Reggie und ciao.